Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr habt schon lange nichts mehr von mir gehört und ja, es tut mir leid, aber ja, es muss mir so viel verdauen und so viel jetzt wegstecken und ich wollte immer das Video machen, aber es ist immer wieder was dazwischen gekommen. Dann die unsagbare Hitze, die wir haben. Die macht mir auch noch zu schaffen und ja, auf jeden Fall ist es so, dass wir vor ein paar Wochen, viele wissen ja, dass mein Mann schwer krank ist und er hat ja vor 2 Jahren Zungenkrebs gehabt und hat also die letzte Zeit immer mehr Schwierigkeiten mit dem Essen gehabt, wieder Wahnsinnsschmerzen, dass er Morphium auch schon bekommen hat vom Arzt und weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Und dann hat er vor ein paar Wochen Biopsie in der Zunge, also Gewebeprobe, Kehlkopfspiegelung und Kernspintomographie und CTs gemacht worden. Naja, auf jeden Fall hat dann sich das rausgestellt, ja. Der Krebs ist wieder da, aber in seiner vollen Breitseite. Also, das heißt, er hat gestreut, ist noch aggressiver wie zuvor und der teilt sich sehr schnell und es müssen so schnell wie möglich operieren. Naja, gut, okay. Jetzt ist es so, dass die eine Klinik dann schon, haben wir schon einen Termin ausgemacht, mein Mann hat gesagt, na gut, okay, wenn es was nützt, dann lasse ich mich halt operieren, ja, es nützt immer und es ist auf jeden Fall besser, weil wenn sie gar nichts machen lassen, leben sie nur noch ein paar Monate halt so. Naja gut, dann hat er sich dazu durchgerungen, 2 Wochen später rufen die an, in dieser Klinik, dass sie das nicht machen, weil das macht eine andere Klinik und weil plastische Chirurgie muss damit, es wird eine plastische Chirurgie gemacht halt, weil die müssen die Zunge rekonstruieren und es ist halt doch eine schwerere OP und oje, und dann wie ich das gehört habe, war ich schon fix und fertig und ich sag mal zu meinem Mann, noch willst du dir jetzt wirklich antun, so eine Operation mit rekonstruieren und so weiter und na, hat er gesagt, naja, ich lass mir das durch den Kopf gehen und dann hat er gemeint, naja, hat er gesagt, du hast recht, ich weiß nicht, ob er mich operieren lassen soll, aber wir schauen mal, was der Arzt sagt, wir gehen einmal in die Klinik, ich will mir das anhören, okay. Also sind wir da reingegangen und in die andere, wo es jetzt operiert wird. Ja, auf jeden Fall sind halt Metastasen im Kiefer und Hals und überall. Warum erzähle ich euch das? Weil doch viele von euch mich in Facebook oder was angeschrieben haben, wie es denn geht, weil ich schon lange kein Video mehr oder wie es meinem Mann geht und das finde ich ganz lieb. Vielen Dank nochmal für eure Nachfrage. Also, ja, es ist das eingetreten. Die schlimmste Befürchtung ist praktisch wahr geworden und ja, na, auf jeden Fall haben sie jetzt nach dem ganzen hin und her, dann haben wir sich das angehört, was der gesagt hat. Er hat gesagt, ja, auf jeden Fall bringt es was, aber es wird eine sehr schwere Operation werden. Also der kriegt einen Kehlkopfschnitt und Zunge muss rekonstruiert werden, weil die müssen, das ist ziemlich groß in der Zunge, der Krebs. Also der hat ja fast 4 cm Durchmesser, ne? Also es müssen fast die ganze Zunge wegschneiden. Und ja, es ist. Und das andere, die Metastasen, wo praktisch dabei entstanden sind, Kiefer und Halsbereich und so weiter, die wollen es dann mit Bestrahlung machen, so schnell wie möglich nach der Operation. Naja,
Okay. Er hat gesagt, es wird kein leichter Weg der Arzt. Und wir haben auch gefragt, wie wird die Lebensqualität sein oder würde es noch essen können oder. Dann hat er gesagt, ja, das ist unser Ziel, hat der Arzt gesagt von der Klinik. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, Lebensqualität zu geben und ja, dass sie eine bessere Lebensqualität haben wie jetzt. Auf die Frage, ob der Krebs wiederkommen kann oder ob das dann vorbei ist oder dass das da, nein, gibt keine Garantie. Also das kann wiederkommen, also und dass er ganz weggeht, gibt es auch keine Garantie dafür. Ja, mein Mann hat dann gesagt, okay, ich lasse mich operieren. Er sitzt zurzeit auch in der Klinik, noch Untersuchungen, weil er kriegt sein Herzen und so. Und ja, und heute haben sie gesagt, ja, wissen nicht, ob sie operieren. Und jetzt zuerst sagen sie so schnell wie möglich und jetzt sagen sie wieder, sie wissen nicht, ob sie operieren können oder welchem Herzen, aber den war dann bei Kardiologin, hat sie ihn dann angeschaut, hat gesagt, also vom Herzen her alles okay, vom Herzen her kann die Operation stattfinden. Also haben wir Dienstag, ich weiß nicht, ob ihr heute das Video noch seht, wie ich das bearbeiten kann, oder morgen halt dann. Auf jeden Fall ist am Montag der 13. ist die OP angesetzt. Also es wird eine sehr schwere OP. 8 Stunden wird die dauern und ja, dann mal schauen, was kommt. Also mir wird schon total Angst und Bang, wenn ich daran denke, wieder dies alles nochmal mitmachen und ja, aber was will man machen? Letztendlich war das mein Mann seine Entscheidung. Die Operation, ja, er hängt halt doch noch am Leben und ja, jetzt mal schauen, hoffentlich wird es dann so, wie die Ärzte sagen und ja, jetzt mal schauen, morgen kriegt er Bescheid, ob er operiert wird, weil wenn dann kommt er morgen dann heim und am Freitag muss er rein, weil dann muss er Blut abgeben, weil die wollen eine Bluttransfusion machen, wenn sie operieren und mit seinem eigenen Blut dann wird es dann wieder reingemacht und naja, auf jeden Fall, tja, wir müssen nur abwarten und wir müssen halt schauen, man, der kriegt ganz starke Medikamente, Morphium schon, ne? Also sonst hätte er es mit den Schmerzen überhaupt nicht mehr ausgehalten und ja. Der Arzt hat auch gesagt, also unser Hausarzt, also wir haben auch in Hausarzt gewechselt, seitdem, dass mein Mann das letzte Mal im Krankenhaus war, weil unsere Ärztin, da war man immer zufrieden, das war immer komisch, wenn sie Zeit gehabt hat, hat sie uns dran genommen, wenn nicht, dann nicht und das war nicht mehr und jetzt sind wir zu anderen Arzt gegangen, der hat uns zum Glück dran genommen und das ist ein Internist und der weiß wirklich, was er macht und der hat uns ja durchgecheckt, also der ist total gründlich, jährliche Check-up gemacht mit und der hat auch ein Hautkrebs-Screening bei mir gemacht, bei meinem Mann auch und ja, auf jeden Fall, da ist alles in Ordnung, auch bei mir. Da musste ich meine Nägel abmachen, schweren Herzens, aber was macht man nicht alles für die Gesundheit. Ich mache schon wieder meine Nägel dran, aber jetzt im Moment habe ich einfach keinen Kopf für die. Ich werde es lackieren, weil ich muss. War am 19. August ist die Taufe von der kleinen Annabelle, von unserer Enkelin und ja, da kann mein Mann eh nicht mit. Der wäre sowieso nicht mitgegangen, weil er gesagt hat, da gehst du alleine, weil ich kann eh nichts essen. Und es ist immer blöd, wenn man nichts essen kann und die Leute schauen dann, sind dann im Restaurant und das kann man eben nicht mehr so machen. Naja, auf jeden Fall schauen wir jetzt mal, wie es weitergeht. Wir hoffen das Beste und ich werde euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Und vielen Dank nochmal für die Nachfrage, wie es meinem Mann geht. Also,
Jetzt wisst ihr es und auch im Namen meines Mannes, der findet es immer ganz lieb, dass fremde Menschen, die ihn gar nicht kennen, nach ihm fragen, wie es ihm geht und so. Also das ist mir, ja, da ist immer ganz gerührt davon. Also nochmal vielen Dank für eure Nachfrage und ja, es geht ihm halt nicht so gut und jetzt müssen wir halt mal schauen. Mit dem Luftröhrenschnitt, dann wird er ja auch da beatmet, da durch den Kehlkopfschnitt oder Luftröhrenschnitt, wie ich gesagt habe. Er wird halt dann da mit dem Tubus da beatmet. Oder? Er muss halt dann alles, wenn er operiert wird, von neu lernen, von neu sprechen lernen, neu essen lernen. Die erste Zeit wird er durch die Magensonde ernährt, also Nase und Magen und so. Und dann mal schauen. Weil es muss ja alles erst einmal, wenn die Zunge rekonstruiert wird, also es hat ja nur kein Gefühl dann, das muss ja alles erstmal lernen, damit umzugehen. Das ist ja erst einmal, da wird also vom Unterarm wird der Hautlappen weggenommen und damit wird die Zunge rekonstruiert, also ja. Also wie gesagt, Montag ist die OP angesetzt. Wir hoffen, oder mein Mann hofft, dass er operiert wird. Er will es unbedingt, also es ist seine Entscheidung. Nur das Einzige, was wir gemacht haben, ist Patientenverfügung. Falls irgendwas passieren sollte und er will auf keinen Fall nur mit Apparate und so am Leben erhalten werden und von daher hat man das jetzt gemacht, das praktisch, aber solange mein Mann selbst entscheiden kann, kann er selbst für sich entscheiden und ja. Auf jeden Fall, ich habe trotzdem große Angst, dass da was kommt. Wie wird die OP werden? Wir schauen mal. Also meine Lieben, ich danke euch für eure Zeit, dass ihr mir zugehört habt und ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Ich mache auf jeden Fall wieder ein Video und werde euch soweit, wie es mir in meinem Ding steht, auf dem Laufenden halten und ja, ich schwitze nur noch. Also die Hitze macht mich total, boah. Wir haben einen Ventilator an, ich weiß nicht, ob ihr den hört, im Hintergrund ist der Ventilator, der ist ziemlich laut, aber ohne halt man es überhaupt nicht aus, also boah, das ist Wahnsinn, es steht nur noch die Luft, jetzt es wird langsam Zeit, dass ein bisschen besser, ein bisschen abkühlt, das Wetter ist ganz schlimm, naja, so, genug geredet für heute, ich wollte euch nur Bescheid geben, also weil doch, wir mussten jetzt schon knabbern nach dieser Diagnose und mal schauen, auf jeden Fall halte ich euch auf dem Laufenden. Ja. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und bleibt gesund und ja, schwitzt nicht zu euch, ich zerfließ schon. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.